Laufen wir da einfach mal eben hin. Könnt ihr jetzt mal schauen, ob wir, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, ne? Ob wir an die goldene Skulltula kommen, aber das hier ist nichts zum Klettern. Oder? Nein. Kommen wir irgendwie an die goldene Skulltula von hier? Die ist zu weit oben, ne? Oder kommen wir auch irgendwie an die Herzen schon ran, indem wir hier klettern? Nein, auch nicht. Aber vielleicht, indem wir uns hier ranziehen. Nö. Okay, das funktioniert alles nicht. Die goldene, ist viel zu weit oben. Ja, da kommen wir so nicht ran. Okay. Das heißt, von hier aus ist der einzige Weg erstmal auf jeden Fall den Weg, den wir gerade schon gelaufen sind. Aber kommt der da schon? Nö. Achso, Moment. Nee, das ist der Raum. Hä? Oder? Nee. Oder? Jo. Nee, das ist ein anderer. Aber wir können theoretisch ja auch... Theoretisch könnten wir ja aber auch hier lang. Jetzt mache ich schon wieder alles kreuz und... Obwohl, nee, können wir nicht. Wollte schon sagen, jetzt mache ich schon wieder alles kreuz und quer, ne? Aber... Wir können noch nicht hier lang. Dann ist nur die Frage, wo es hier runter geht. Und ob wir hier schon hin sollten, oder? Ja, ich glaube, es hätte uns eine Truhe. Ich glaube, das hätte uns zu dem gleichen Raum gebracht, ne? Ob wir jetzt den Brunnen oder den anderen Brunnen genommen hätten, oder? Ein Schlüssel. Okay. Nice. Oh, die Herzen, die können wir auch ganz gut gebrauchen. Die nehmen wir mit. Ja, und... okay. Und hier ist der Raum, wo wir dann den anderen Brunnen hätten nehmen können, ne? Der Schlüssel ist gut. Ist der Schlüssel gut? Der Schlüssel ist gut. Denn durch den Schlüssel kommen wir... an der Stelle weiter, wo wir den verdrehten Raum hatten, ne? Den verdrehten Korridor. Und deswegen auch... der Rückweg. Damit das ne, so eine kleine Abkürzung ist. Und das ist dann alles für später? Es sei denn, wir können, mit einem Schlüssel kommst du in eine Tür, solange du den Schlüssel nicht kaputt machst. Wir machen den Schlüssel nicht kaputt, wir passen auf den Schlüssel auf, wie auf unser wertvolles Kiki-Ei. So wie wir auf unser wertvolles Kiki-Ei aufgepasst haben. Deswegen auch der Rückweg. Jetzt macht der Rückweg nämlich auch Sinn. So. So, und jetzt müssen wir... ich weiß, wo lang. Kikiriki-Ei. Ist so. Ich weiß genau, wo lang. Das war der Weg. Ja, ich glaube, das war der Weg. War das der Weg? Das war der Weg. Und dann kommen wir nämlich auch erst später an die... War das der Weg? Das war der Rückweg! Yo!
Lass mich doch. Müssen wir. Wir müssen sie bekämpfen. Es war doch der falsche Weg. Als ob ich mich verlaufe. War das jetzt gerade. Es war nicht gerade durch. Es war der linke, ne? War es der linke? Ich glaube, es war der linke. Okay, jetzt müssen wir nochmal kurz schauen. Ich habe schon wieder vergessen, welchen Raum es ging. Oben rechts? Nee. Rechts. Links ist der, wo der Daumen rechts ist. Ja, da könntest du eventuell recht haben. Jo, es war halt der Raum. Nee, Moment. Es war halt der Raum mit den Steinen. Da, wo wir die Steine verschoben haben und dann die Steine hochgeklettert sind. Da müssen wir wieder hin. Frag dich nur, wo der ist. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ja, die Karte, ne? Die hilft mir da auch nicht so wirklich. Ah, ich glaube, das war der. Wir sind richtig. Wo sind wir jetzt ungefähr von der Karte her? Ah, es war doch der. Und dann links. Und dann da oben. Und dann da oben? Ja, und dann da oben. Okay. Bis jetzt ist so ein bisschen Verwirrung in meinem Kopf, aber Stück für Stück. Stück für Stück kriegen wir das hin. Die großen Spinnen finde ich manchmal nervig. Ja, die sind vor allem nervig, weil du halt warten musst, bis sie sich umdrehen. Und dann gibst du ihnen einfach einen Hieb mit dem Schwert und dann sind sie kaputt. Aber immer dieses darf einfach nur vorstehen bleiben und zu warten, bis die sich dann umgedreht haben, damit man den Schaden machen kann. Aber dafür sind sie halt nicht wirklich schwer. Oh, hier lang. Aber bis jetzt schlagen wir uns doch eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Bis jetzt sieht das doch eigentlich gar nicht so verkehrt aus. So, genau. So eine große Skulptur bei Marvin über dem Bett hängen. Nein, warum? Nee, lieber nicht. So, jetzt kommen wir nämlich hier durch. Und jetzt sind wir da oben. Aber in dem Raum waren wir schon mal. Wisst ihr, der Durchweg wohin? Wir sind schon wieder ganz oben. Ah, jetzt geht's auf die andere Seite zu der anderen Truhe vermutlich. Falls uns mal so ein Grabscher oder sowas in die Quere kommt, ne? Und wir den Weg nicht normal laufen müssen. Ist ja einfach nur Zeit gespart, ne? Komm, das könnt ihr aber vermutlich auch verstehen, oder? Dann ist es halt einfach nur Zeit gespart, dass wir einfach mal so ein paar Speicherpunkte setzen. Dieses schwarze Bild ist schon ein bisschen sehr auffällig, findet ihr nicht? Oh. Nein! Du sollst sie einfach nur ablegen. So. Bis jetzt haben wir auch noch gar keine Lieder gebraucht, ne, in Tempeln und Dungeons. Ich weiß nicht, ob das so immer noch der Fall ist. Aber man kann es einfach mal ausprobieren. Sind zwar lecker, die Blaubeeren oder Heidelbeeren, aber quatschig. Naja, vielleicht kommen wir ja noch später drauf, was das mit den. Hier ist noch so ein Bild. Ah. Und da ist auf jeden Fall ein kein gruselig. Dude, das war aber der erste Geist, ne, der dann Feuer gelöscht hat oder was auch immer. Also kommt es jetzt zum Kampf, ja, zum Kampf gegen den ersten Geist.
Das ist die gleiche Fackel, die wir auch am Eingang dieses Tempels gesehen haben, oder? Ja, sieht auf jeden Fall gleich aus. Jo, ich glaube, Bosskampf, ne? Ja, 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 okay. Hm, komm her. Hallo. Nein, nein, warum visierst du nicht an? Link? Link! Genau, warum kann der über Luft laufen? Okay, das war gut. Jetzt gebe ich ihm nochmal, perfekt. Und einmal noch, dann sollte er tot sein. Ja, super. Wie der, habt ihr gesehen, wie der schummeln konnte? Der ist einfach gelaufen, wo kein Boden war. Wenn wir da lang gegangen wären, hundertprozentig wären wir abgestürzt und sofort gestorben. Ey, warum blockt der alles? Ey, der hat eine bessere Verteidigung als seine Kollegen. Aha, einmal, zweimal, jetzt gehen wir ihm dreimal. So, zuerst eine richtig gute Verteidigung gehabt, ne? Und dann lässt er sich einfach dreimal mit Schlägen dreimal hintereinander abfertigen. Aber jetzt haben wir es eigentlich leicht. Es ist nur noch einer. Patsch. Einmal, wie die aber schon drei Sprungangriffe brauchen, bis sie sterben. Ne? Die tanken schon ordentlich. Oh, nicht getroffen. Na los. Nein. Hä? Die, was? Die leben wieder. Was? Die können... Okay. Das ist neu. Wir müssen die wahrscheinlich... Müssen wir die gleichzeitig besiegen? Nein, Link, komm schon. Der andere ist tot und der muss auch sterben. Komm schon, einmal noch. Okay, jetzt habe ich einfach nur, weil der andere gerade schon tot war, einfach so Dauerfeuer-Abenteuer gemacht. Hat zum Glück geklappt, aber wir wurden auch ganz schön verletzt dabei. Oh oh. Wenn wir Glück haben, haben wir hier ein paar Herzchen. Jawohl. Jawohl. Die mussten wir gleichzeitig töten. So, sieht doch gut aus. Was haben wir hier Schönes im Kompass? Der Bogen! Nice! Sehr schön, cool. Geil. Ja, ja, ich glaube, ich weiß schon, um Pfeile abzuschießen. Ja, ja, wir wissen doch, wie man Pfeil und Bogen... benutzt. War kein Problem. Wir haben schon 30 Pfeile. Ich glaube, hier geht's weiter. Hallo, Lisa. Na, wie geht's? Schön, dass du da bist. Moini. Ja, hier ist richtig. Moini, moini. Na? Oh, jetzt kriegen wir auch hier raus Pfeile. Nicht gleichzeitig, sondern schnell hintereinander. Ehe der andere wieder aufsteht. Ja, das meinte ich ja damit, ne? Der andere muss sterben, während der andere noch tot ist. Das meinte ich ja mit, die müssen gleichzeitig tot sein. So meinte ich das ja. So meinte ich das ja. Okay. Aber gut, ich meine, wenn wir am Ende gegen Geister kämpfen müssen. Ja. Komm her. Ja, da bringen uns vermutlich... Oh, wir brauchen Schlüssel. Da bringen uns dann vermutlich Pfeil und Bogen auch nichts mehr. Soweit, außer dass ich verzweifle wegen Karten. Okay, wir müssen hier... Wir brauchen hier noch einen Schlüssel. Okay. Ich glaube, ich habe... Ja, Moment. Wir haben ja jetzt den Pfeil und Bogen. Ich habe noch ein paar andere Ideen, wo es weitergehen könnte. Ja, wenn das Spiel überhaupt stattfindet, ne? So wie der Marcel da gestern geschrieben hat. So, und zwar haben wir jetzt nochmal ein paar Augen, die wir abschießen können. Und die uns dann vielleicht noch weitere Wege ebnen. Naja, die... Oh. Die Karten bleiben gültig, ja, das ist richtig.
Ja, schaut mal. Wie der... Oh nein, ich wollte nicht runter, verdammt. Der hat sich jetzt voll verändert, der Raum, oder? Nee, der hat sich... Hä? Aber da war noch eine Leiter, die haben wir vorhin gar nicht gesehen. Okay. Wir müssen dann vermutlich durch einen anderen Korridor in den Raum kommen. Ja, damit dann die Truhe, wenn wir dann da sind... auf dem Boden ist, sodass wir sie öffnen können. Ja, ja, klar bleiben die gültig, die Karten. Das stimmt schon. Oh, oh. Ich weiß gar nicht, ob das so der richtige Weg ist. Aber wir können das einfach mal überprüfen. Wir hatten ja jetzt hier auch schon ein Auge. Wir hatten ja hier auch schon ein Auge. Ja, hier war das, ne? So, dann schauen wir doch mal. Da kommt eine Truhe. Und da kommt jetzt ein Schlüssel raus. Das wäre dann ja einfacher, als ich gedacht hätte. Kommt da ein Schlüssel raus? Ah, Pfeile, okay. Das wäre auch, ne? Zu einfach gewesen. So, dann lasst uns... Aber trotzdem mal den Weg... Oh, oh. Weiter zurück jetzt, zum Anfang noch mal gehen. Weil da war auch noch ein Auge, wenn ich mich nicht irre. Ah. Und seid ihr jetzt wieder zu Hause, Lisa? Oder was macht ihr Schönes? So. Da ist nämlich noch ein Auge. Aber das Auge macht uns vermutlich nur die Tür auf, oder? Aber das ist auch nicht verkehrt. Oh. Das ist aber auch nicht verkehrt, weil wir dann nämlich eine Abkürzung immer wieder in den Raum hier haben, ne? Okay. So weit, so gut. Fragt sich nur. Ja, sehr schön. Wo kriegen wir noch einen Schlüssel her? Fragt sich nur, wo wir noch einen Schlüssel herkriegen. Mal ganz doof. Probiert, können wir die Truhe mit dem Greifhaken an uns ranziehen? Wir können uns aber an die Truhe ziehen, oder was? Oh, ehrlich? Moment mal. Damit hätte ich jetzt ja nicht gerechnet. Ah, aber... Soll das so... Soll das so gemacht... Soll das so gemacht werden? Ich bin mir nicht sicher. Nee, da kommt man nicht hoch, ne? Ich versuche gerade wieder zu schummeln. Kann das sein? Oder soll das so gemacht werden? Vielleicht von dem Hügel aus? Damit wir ein bisschen höher sind? Nee, wir sind jetzt auf jeden Fall zu weit weg. Okay, ich glaube, das funktioniert nicht. Vom Schlüsseldienst. Vom Schlüsseldienst kriegen wir den Schlüssel, meinst du? Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube nicht. Na los, töte! Hallo, mach die Pflanze weg! Aua! Ey! Okay. Dann ist jetzt wirklich nur die Frage, wo wir einen Schlüssel herkriegen. Soll das? Ich probiere es nur ein, zwei Mal, aber ich glaube nicht, dass das so gemacht werden soll. Vielleicht wirklich nur vom richtigen Winkel aus, sodass man hoch genug steht? Nur so ein bisschen so? Es könnte klappen halt, ne? Ich weiß aber nicht, ob es so gemacht werden soll. Es könnte aber durchaus so klappen. Aber es könnte halt auch sein, dafür ist aber... Ja gut, dafür ist aber auch eigentlich nur die Tür da oben. Ne? Man soll sich eigentlich, glaube ich, durch die Tür, durch den Raum da kommen und dann...
Nee, das klappt nicht. Egal wie hoch wir versuchen, das klappt nicht. Okay, wir suchen einen anderen Weg. Die Frage ist nur, wo war noch ein Weg? Wir können einen Schlüssel basteln. Meinst du, das würde was bringen? So, wir können nochmal den Weg hier vor Kopf. Vielleicht kommen wir jetzt, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, was hier gerade war. Vielleicht kommen wir aber jetzt mit Pfeil und Bogen hier weiter. Aua. Als Origami, aber dann geht der doch kaputt. Hier war einfach nur... Okay. Dann ist die eigentlich nur die einzige Möglichkeit, die wir noch probieren können, nochmal nach oben zu gehen. Nochmal nach oben, ja. Oder übersehen wir hier irgendwas? Haben wir hier noch irgendwie ein Auge? Irgendwo irgendwas, was wir übersehen? Ansonsten würde ich den rechten Weg jetzt einfach nochmal probieren. Okay, ich glaube nicht. Marvin ist verwirrt. Ja, ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht. Aber wir können uns ja nochmal ein bisschen umsehen. Macht ja nichts. Naja, verwirrt nicht wirklich, ne? Ich weiß halt, dass wir einen Schlüssel brauchen. Nur, ich weiß halt gerade nicht, wo wir den herbekommen sollen. Ah, oh, dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. So. Der Suche, der findet. Ja, und genau das machen wir ja gerade. Elisa, bist du gerade da? Soll ich dir mal was zeigen, wie wir das letzte Mal probiert haben mit dem Greenscreen-Ersatz? Hier, wir haben das mal so versucht, aber das ist halt nicht ganz so optimal. Indem wir einfach so machen. So wird das dann. So sieht das dann ohne Greenscreen aus, ja? Aber ich meine, der macht das so gar nicht so schlecht, nur. Das hier stört halt, wenn ich mich mal so bewege. Dieses Flackern, das stört halt noch. Sieht doch gut aus. Nee, das sieht nicht gut aus. Nein, nein, das sieht nicht gut aus. Siehst du das nicht hier? Hier flackert es und wenn ich mich. Wenn ich mal hier so. Ja, das ist halt doof. Schwabbelt bei Schwabbel doch auch immer. Nee. Bei ihm ist nur manchmal ein Riss an der Seite. Bei ihm ist so manchmal ein Riss an der Seite, wenn der verschoben ist, der Greenscreen, aber der schwabbelt bei dem nix. Es ist nicht so schön. Was kann man dagegen tun? Naja, Greenscreen. Aber der ist ja noch nicht da, den habe ich mir ja bestellt. Aber mit Marcells Greenscreen, den hat er ja vorbeigebracht, haben wir es ja auch nicht so wirklich hingekriegt, ne? Das ist alles, keine Ahnung, ob es überhaupt funktioniert, deswegen, wir experimentieren da ja gerade nur ein bisschen rum. Wie kamen wir nochmal die Etage da hoch? Ich gehe ja falsch, oder? Das ist immer mein größtes Problem an so Tempeln, mir dann die Wege immer zu merken, wie ich in den einen Raum kam. Wie ich in den Raum kam, wo wir schon, weiß ich nicht, vor 10 Minuten mal waren. Ich weiß so nicht mehr. Ich weiß so jetzt nicht mehr, wie ich da hinkomme. Wie. Immer der Nase nach würde so aussehen. Eher uncool, ne? Schaffen wir den Sprung darüber? Geronimo! Okay, nein, das funktioniert nicht. Auf den einen Balkon, wo wir den Schalter umgelegt haben, damit das Wasser in den Brunnen zurückgegangen ist. Wie kommen wir da hin nochmal? Scheiße, komm, wir haben noch eine Karte. Weißt du, ob man über die Gästetickets auch zu NK kommt? Ich weiß ich nicht. Würde ich nicht sicher sagen. Kann ich nicht sicher sagen, ob das geht.
Der Sprung, der war wohl nix. Das ist wohl richtig. Aber... In welchem Raum sind wir denn jetzt? Wir sind... Genau, hier war der Kampf. Ich weiß nicht mehr, wie wir zu dem einen Balkon kamen, wo wir den Schalter aktiviert haben. Viele Hamburger, die Gästetickets verkaufen. Ja, aber wie gesagt, ich kann nicht sicher sagen, dass das funktioniert. Könnte ich jetzt nicht wirklich zu 100%iger Sicherheit sagen. Hier oben war nämlich nur der Weg, den wir gerade gegangen sind, oder? Genau, hier sind wir gerade runtergesprungen. Lass uns noch mal ganz kurz den Weg hier gehen. Ein Hamburger, jetzt, du willst einen Hamburger jetzt essen? Ja, wir reden aber von Hamburgern und nicht von Hamburgern. Das Auge. Da ist noch ein... Okay, wir brauchen die Ocarina ganz eindeutig in diesen Tempeln nicht. Die können wir weglegen, die brauchen wir nicht. Wir können einmal das Auge nochmal probieren. Hier war noch ein Auge. Na, ach, geh kaputt. Nein! So. Was für Tickets sind das? Also wofür? Für Schalke. Für Schalke. Da haben wir schon zwei Karten für Samstag gegen St. Pauli. Aber wir wollen noch eine dritte haben. Jetzt ändert sich der Korridor. Ja, schaut mal. Wir kommen voran. Wir haben Donkey Kong, du nicht. No. Oh. Moment, hier sind wieder... Moment. Ne? Wir wollen ja... Ne, hier sind wieder Grabscher unterwegs. Wir setzen uns im Safe State. Ich habe keine Lust, vom Grabscher erwischt zu werden. Und dann wieder den Weg nochmal neu laufen zu müssen. Aber jetzt kommen wir hier an die... An die Truhe. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Noch ein Schlüssel? Vermutlich nicht. Oder? Feuer. Oder Feuer. Der Masterschlüssel. Kannst du jeden Raum betreten, in dem der Endgegner lauert? Endgegner. Wir haben noch nicht mal den Kompass. Dass wir uns im Safe Set gesetzt haben. So. Yo, du sollst den Schlüssel nehmen. Und dann hauen wir ganz schnell wieder ab. Wir haben noch nicht mal den Kompass. Warum haben wir jetzt schon den? Ist das dein Ernst? Wir müssen doch irgendwie wieder... Was? Wir müssen doch irgendwie wieder... Da rauskommen. Der verfolgt uns ja, der Schatten. Was? Das ist ja unfair. Oder einfach mal runterspringen? Und mal gucken, was passiert, wenn wir einfach mal runterspringen? War das jetzt gut? Na los! Aber wir müssen. Ach so, die haben so eine Schutzbarriere. Wir müssen die Dekulisse einmal benutzen oder was? Nein, Link, nein, mach sie kaputt. Ja, die jetzt haben. Hey! Ja, schlag zu! Jetzt haben die keine Schutzbarriere mehr. Wir sollten auch treffen. Alter, was? Die trampeln... Nein! Die trampeln uns kaputt! Nimm das! Ich visier doch an! Warum trifft er denn nicht? So.
Dann besiegt den Schatten. Die Grabscher kann man auch besiegen? Aha. Ich bin jetzt halt gerade einfach mal so runtergesprungen, ne? Aber das ist gut. Ja, waren wir noch nicht. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Ich glaube ja. Wir können uns. Ich will die. Es ist natürlich jetzt doof, ne? Wenn wir das verkacken, aber wir verkacken das schon nicht. So. Ich will eigentlich weniger die Herzen als mehr dieses Gultula. Ja. Oh oh. Nichts Falsches drücken. So. Komm her. Und so. Nö. Nö. Aha. Schreibt die einen aktuell 250 Euro. Ja, ja. Weißt du ja jetzt mittlerweile, dass die meisten das machen. Und rüber. Jawohl, perfekt. So.